So, hallo zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute hier bei mir auf dem Tisch der neue Belemnit von Collecta mit der Nummer 88904. Ein weiteres urzeitliches Meerestier, was Collecta dieses Jahr 2020 veröffentlicht hat. Auch das hat seinen Weg in meine Sammlung gefunden. Sehr ungewöhnliches, sehr kurioses Teil, was sie, wie ich finde, einfach, aber doch sehr gut umgesetzt haben. Ihr seht's, kommt auch noch mit einem mega Standfuß. Ist jetzt nicht unbedingt dazu gedacht, dass man es so aufstellt, aber so bleiben wenigstens die Tentakel in Form und werden nicht verbogen. Auf dem Display selbst findet ihr auch nochmal die Modellnummer und Collecta hat hier auch dran gedacht, dass man diesen Belemnit, wenn man ihn hier abnimmt, auch entsprechend gut drapieren, hinlegen kann, ohne dass er umfällt oder wegrollt. Hier haben wir auch ein wirklich schönes, großes Modell. Und bevor ich das hier wieder mit Halbwissen to go bespreche, ja, muss ich immer dazu sagen, es geht mir hier in erster Linie mal um die Skulptur. Und das Wissen dahinter kann man sich ja jederzeit aus Büchern oder online, ja, wie sollte man anlesen. Hier in diesem Video einfach eine begleitende Information zu diesem Belemnit. Oder sagen wir mal, Belemniten im Allgemeinen. Okay, so wie die Skulptur hier steht in der Verpackung, haben wir hier eine Gesamthöhe von 16 cm. Viele Sammler stellen sich das einfach so ins Regal. Hier ist die Modellnummer 88904. Den können wir hier ganz einfach abnehmen. Finde ich schön, dass das Collecta hier extra gemacht hat. Wir haben hier auch wieder Anhänger dran. Mache ich mal ganz schnell weg. So. Hier findet ihr lediglich nochmal die Produktnummer, den Namen von unserem Modell und ja, Sicherheitshinweise und natürlich nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren, ist ja klar. So, wenn wir unser Modell so auf den Tisch stellen, so wie es auch hingehört, hat dieses Modell eine Länge von ein bisschen über 16 cm und eine Höhe, das ist natürlich von Figur zu Figur anders, je nachdem wie hoch die Tentakel hier stehen, von 7,5, nicht ganz 8 cm, also hat auf jeden Fall eine sehr schöne Größe. Als ich eben sagte einfach, dann versteht ihr spätestens jetzt, was ich meine, denn im Prinzip wurde das ganze Ding hier einfach in einem grauen Kunststoff gegossen. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie so mit der Zahnbürsten- und Farbetechnik einfach hier das Ganze gesprenkelt, wirklich von oben bis unten. Und die Tentakel hat man hier vorne einfach noch etwas weiß bemalt. Ja, das Mundwerkzeug, das Mundstück, der Schnabel ist auch noch ein bisschen dunkler besprüht. Die Augen haben sie hier in einem Metallic-Blau gemacht mit einer riesen Pupille drin. Hier unten seht ihr auch den Trichter, der anderen Seite nochmal das Auge hier. Das hier ist auch die Unterseite. Seht ihr auch anhand, wie sie die Stempel hier angebracht haben. Collecta und hier Belemnit. Copyright 2019, jetzt ganz neu 2020 erschienen. Das ganze Ding ist aus Gummi komplett. Ist, glaube ich, auch nicht hohl. Hat nämlich sein Gewicht. Und ich finde die Stellung von diesen Tentakeln sehr gut. Gefällt mir. Man weiß ja nicht, ob sie Saugnäpfe hatten. Eher nicht. Ich meine, mittlerweile gab es Funde, wo auch die Weichteile erhalten waren. Entsprechend hat sich Collecta hier dran gehalten. Ihr seht schon, keine Saugnäpfe, sondern einfach, ja, so eine grobe Struktur. Das kann man eigentlich interpretieren, wie man möchte. Auf jeden Fall keine Saugnäpfe, keine Saugringe. Und was man hier auch schön sieht, es sind 10 Fangarme, die unterschiedliche Formen bekommen haben. Sehr schön, so rum gehört das Ganze. Und es sieht schon echt toll aus. Also haben sie wirklich schön gemacht vom Modell her. Hier auch dieser spritztütenähnliche Körper, worin man ein Innenskelett findet, wo genau diese Form hier hat, mal von den Flossen hier abgesehen. Und diese Teile findet man heute noch versteinert. Da erzähle ich euch gleich noch ein bisschen mehr dazu. Hier seht ihr auch die beiden Flossen hinten. Schön auch in Bewegung festgehalten. Haben sie cool gemacht. Ich sage ja, ganz einfach, was die Bemalung angeht. Wirkt ein bisschen marmoriert, aber kommt gut. Also es ist wirklich ein kurioses, außergewöhnliches Stück, was toll neben den anderen Meerestieren von Collecta dieses Jahr wirkt. Sowas stellt man sich gerne auf, wenn man halt so etwas mag. Also das spricht natürlich kein breites Publikum an. Darum muss man das umso mehr schätzen, dass ein Hersteller sowas überhaupt macht. Weil du verdienst halt mit jedem Pferd- oder Bauernhoftier mehr,
als mit so etwas. Sowas spricht halt wirklich nur Liebhaber an und kann man hoffen, dass es da genügend Abnehmer findet. Die Dinger wurden halt auch für Museen produziert. Da kommen halt auch eben die interessierten Leute hin, die sich so ein Tier dann auch eher mitnehmen als im Spielzeugladen, wo man halt eben auch noch viele, viele andere Tiere findet. Mehr muss ich da, glaube ich, auch gar nicht dazu erzählen. Ihr seht ja, man hat es alles relativ glatt gehalten. Also man findet hier keine Details, was jetzt die Hautstruktur angeht. Ja, ihr seht auch, die Flossen sind arschglatt, auf Deutsch gesagt. Einzig dieses braune, gesprenkelte Muster gibt dem Ding hier, ja, sowas wie ein Detail. Und es ist extrem einfach gemacht. Auch das Auge, ihr seht ja, also waren sie tatsächlich so einfach gearbeitet oder gab es hier noch eine leichte Struktur drin? Kann es euch nicht sagen. Genauso ist es hier auch bei den Tentakeln. Sind arschglatt, nur die Unterseiten hier halt so geriffelt dargestellt, sage ich mal, damit die Arme überhaupt so eine Art Grip haben und entsprechend auch etwas greifen oder halten können. Ne? Der Schnabel auch ganz einfach dargestellt. Mehr ist es tatsächlich nicht, aber nach wie vor, ich finde es ein nettes Teil. Ich kann ja mal die anderen bisher gezeigten Modelle daneben stellen. Perlboot nicht zu vergessen. Pfeilschwanzkrebs haben wir auch besprochen. Der Kollege steht leider nicht, aber ihr seht in etwa die Größe. Und im nächsten Video schauen wir uns auch noch den Otto Cera an, auch mit einer Standhilfe hier. Ja, so seht ihr das Ganze mal ganz grob im Größenvergleich. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir hier noch zu einigen Fakten, Wissen to go, zu dieser Neuheit von Collecta. Ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. Belemniten, übersetzt mit Geschoss, Pfeil oder Speer, auch Teufelsfinger oder Donnerkeile genannt, waren freischwimmende, tintenfischähnliche Kreaturen mit einem langen, spritztütenförmigen Körper und einem harten Innenskelett. Diese sogenannten Geschosse sind übrig gebliebene, versteinerte Hartteile der Belemniten-Skelette, welche in frühen Zeiten oft als Reste von Speer- und Keilspitzen antiker Waffen auf Schlachtfeldern gehalten wurden. Belemniten bilden die wichtigste Gruppe fossiler Kopffüßer und lebten vor etwa 235 bis 66 Millionen Jahren in seichten Küstengewässern als auch in den Tiefen der Ozeane. Belemniten hatten 10 Fangarme ohne Saugnäpfe und einen Tintenbeutel. Das Aussehen ähnelt den heutigen Kalamaren. Das Tier bewegte sich mit seinen Flossen vorwärts, bei Gefahr durch Ausstoß von Wasser aus dem kopfseitig gelegenen Trichter auch rückwärts. Die Größe variiert von ganz klein bis zu 3 Metern, so das größte Fundstück bisher. Sie waren Fleischfresser, gleichzeitig aber auch Beute für Haie und Fischsaurier.